sondern dann sollte man sich fragen, wie beurteilt China die Invasion? Wie beurteilt China die Vorgeschichte? Wie beurteilt, und das finde ich sehr spannend, Indien? Indien trägt die Wirtschaftssanktionen nicht mit. Die Schweiz trägt sie mit. Indien trägt diese Sanktionen nicht mit. China trägt diese Sanktionen auch nicht mit. Und wenn die Amerikaner versuchen, auf China und Indien Druck auszuüben, sagen die Inder und die Chinesen, geht nach Hause. Und das ist eine sehr interessante Situation. Wir haben 193 Länder auf der Welt. Und die Schweizer schauen viel zu stark nach Deutschland. Die Deutschen sind extrem unter Druck von den Amerikanern. Das geht so weit, dass als Deutschland beschlossen hat, Gepard-Panzer in die Ukraine zu liefern, was wirklich also eine größere Dummheit ist, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wird entschieden auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein. Also die Amerikaner fliegen nach Deutschland auf ihren Luftwaffenstützpunkt, sagen der Regierung, wir können leider nicht nach Berlin kommen, können bitte nach Ramstein. Es ist so. Die deutsche Verteidigungsministerin geht nach Ramstein. Alle müssen antanzen. Und wird dann hinterher gelobt vom genau, so im Sinne, jetzt hast du es gut gesagt und so, hast gut abgelesen. Und der Punkt ist der, oder? Da fehlt ja in Deutschland jedes strategische, freiheitliche Denken, weil Deutschland müsste eine Freundschaft mit Russland pflegen. Und tun sie nicht, weil die Amerikaner ihnen sagen, führt bitte Krieg gegeneinander, das ist eine tolle Idee. Jetzt, es ist wirklich für mich, ich muss mich natürlich dann beruhigen und sagen, nun gut, dann ist das jetzt halt so. Aber manchmal denke ich schon, ist das notwendig, das nochmal zu machen? Krieg zwischen Deutschland und Russland, braucht es das? Und die Antwort ist eigentlich, es braucht es nicht. Es wäre nicht notwendig. Aber es ist sehr gefährlich, weil die liefern die Panzer und denken, hoffentlich hat es Putin nicht gesehen.